Nachdem wir erfolgreich auf unseren ersten Braunbären in der Tundra jagen konnten, zieht es uns für den zweiten Bären in die hügelige Vulkanlandschaft Kamtschatkas. Frühmorgens beginnen wir mit dem Aufstieg in die Gebirgsketten, um einen Überblick über das Jagdgebiet zu erhalten. Noch sitzen die Nebelfelder tief in den Tälern und wir hoffen darauf, dass es sich bald aufklärt. Die Sicht ist immer noch schlecht, aber nach langem Abglasen der Hänge kommen uns die ersten Bären in Anblick. Da die Wetterverhältnisse nicht besser werden und uns nur junge und weibliche Bären in Anblick kommen, entscheiden wir uns dazu, Mittagspause zu machen. Zur Brotzeit wird heißer Tee, Brot mit Schinken und ein paar Süßigkeiten gereicht, um für den weiteren Jagdtag gestärkt zu sein. Am Mittag klärt es sich endlich auf und es herrschen beste Sichtverhältnisse. Wir entscheiden uns dazu, das gute Wetter für einen kleinen Flug mit der Drohne zu nutzen. Am Nachmittag wird es dann noch spannend. Unser Berufsjäger Oleg hat einen starken Bären auf der anderen Seite des Berges ausmachen können. Wir umschlagen den Vulkan gegen den Wind, um den Bären auf der anderen Seite abzupassen. big. Congratulations. Thank you. Really happy, hard day out, but rewarding at the end. So, zum zweiten Zwischenbericht aus Kamtschatka. Wir haben bereits den ersten Bären vermessen und dieser ergab eine Stärke von unglaublichen 3 Metern. Und gestern konnten wir unseren zweiten Bären erlegen. Leider war ich bei der Erlegung wieder nicht mit der Kamera dabei, aber so ist nun mal Jagd. Und Jagd ist kein Wunschkonzert und wenn die Chance da ist, sollte man sie auch nutzen. Und jetzt werden wir mal diesen zweiten Bären vermessen und schauen, was er für eine Stärke hat. Yeah, big, yeah. Да. Так, она, то есть, она сейчас, так сказать, о, вот это вытягивает. И вот здесь прижми, Тим, вот здесь прижми, Тим. Ага. Так, Сашку здесь прижми. 285. Yes, yes. Потому что и то, это не точно. Ну вот этот. Big bear. Ну и он этот. У него холка. Холка такая здоровая. Zeitgleich zu der Jagd im Frühjahr findet die Balz der Auerhähne auf Kamtschatka statt. Wir nutzen den letzten Morgen, um einen Auerhahn anzuspringen und darauf zu jagen. Während der Auerhahn seine Melodie spielt, ist er blind und er kann angepirscht werden. Sobald er verstummt, müssen die Jäger stehen bleiben, um nicht von ihm entdeckt zu werden. Der erste Versuch hatte leider keinen Erfolg. Es dauert nicht lang, da vernehmen wir die Melodie eines weiteren Auerhahns. Also versuchen wir unser Glück nochmal. Пусть стреляет. Пойдет. Нет. Ein Auerhahn. Congratulations. Thank you. That was a very nice hunt. You liked it? Yeah, it was exciting. Beautiful hunt. Yeah. Early morning and sunrise. And yeah, I've never experienced something like that. Awesome. Okay. So, das war's aus Kamtschatka. Wir haben den letzten Morgen noch genutzt, um auf Auerhahn zu jagen. Und zwar auch erfolgreich. Genau genommen haben wir auf Stein Auerhahn gejagt. Das ist ein Auerhahn, den es nur auf der Kamtschatka-Halbinsel gibt. Und jetzt werden wir unsere Sachen packen und den Heimweg antreten. Ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Ja,